So, jetzt müssen wir wieder wahrscheinlich auch wieder aufpassen. Aber Elena schießt wieder mit ihrer, mit ihrem Granatenwerfer, ne? Ja, Vorsicht! Bium! Bium! Das muss bei mir und uns in der Familie liegen, das sind alle spielsüchtig nach Games, nice. Ja, so, also bis jetzt finde ich das Spiel nicht schwer. Aber was halt gewöhnungsbedürftig ist, ist halt das Zielen bei Pistolen und Pfeilen und was auch immer, halt mit dem Controller, ne? Das ist halt immer ein bisschen, das bin ich halt auch nicht gewohnt, weil ich normalerweise ja Computerzocker bin. Und dann ist das Zielen auf Controller, auf Gamepad immer ein bisschen schwierig, ne? Also ungewohnt. Wobei, ich finde, dass sich das in dem Game hier ziemlich gut anfühlt. Also es ist nicht so eine Qual mit dem Joystick zu zielen. Es ist irgendwie gut gemacht. Hat wohl eine kleine Zielhilfe auch drin, sonst glaube ich nicht, dass ich so gut zielen würde mit dem Controller. Aber ich finde es gut. Also ich will mich auf jeden Fall nicht beschweren, sagen wir es mal so. Aber schwer finde ich das Spiel bis jetzt nicht, nur ich werde auch nicht alle Trophäen holen, ne? Ich werde das auf jeden Fall nicht zu 100% spielen, das Spiel. Da ist wer? Da ist wo? Da bist du! Bumm! Machen wir es jetzt erstmal wieder. Wir fahren ganz langsam und vorsichtig. Was piept hier so? Ja, ich habe schon gesehen. Da oben. Alter! Wer meckert denn da? Warum ist die Musik so böse? Habe ich auch nicht zu 100%. Ich bin doch nicht Hilfsmühle. Oder ich weiß ja nicht, meine Oma. Was bist du? Du wolltest... Hilfsmühle, das Wort kenne ich nicht. Du wolltest bestimmt was anderes schreiben. Aber was wolltest du schreiben? Da oben ist auch noch einer. Ja, da kommen wir gerade nicht hin, ey. Wo denn? Hä? Boah! What the fuck? Wo kommt der her? Ich bin auch nicht 100%, ich bin ja nicht lebensmüde. Achso. Ja. Alter! Wo kam der denn her? Wer war er denn? Ja, moin! Oh. So. So, da links war jetzt immer noch einer. Und jetzt sollten wir nicht nach links fahren. Von hier kam irgendwo so ein Granatenvollidiot her. Heilige Scheiße. Wo ist er denn? Jetzt kommt gleich, ich sehe es schon wieder kommen. Wie jetzt die Granate. Bumm, und wir sind tot. Pass auf. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Boah! Oi! Oh, da! Ich sehe ihn, hör auf! Yo! Der hat uns aber auch gerade echt weggefetzt. Okay, wo lang? Einfach weiter erstmal. Aber die Kamera ist hier ein bisschen nervig. Oh, jetzt müssen wir gleich wieder absteigen, ne? Ja, Tipp. Schießen Sie auf die Gewichte. Oh! Wir müssen nicht absteigen. Das reicht vollkommen aus. Zum Turm. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Ich glaube normal. Ja, normal. Eigentlich wie jedes Spiel. Vor allem jedes Spiel, das ich nicht kenne. Spielen wir eigentlich immer auf normal. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus. Weil du kennst mich, ne? Ich bin ja auch nicht so einer, der unbedingt immer die super schwerste Herausforderung braucht. Ich will einfach nur spielen. Entspannt spielen, so dass es Spaß macht. Da brauche ich nicht das schwerste Spiel überhaupt. So ein bisschen, also natürlich so, dass man nicht komplett sinnfrei durchläuft und einfach alles scheiß drauf. So, ne, dann das sollte auch nicht funktionieren. Aber das funktioniert ja auch nicht. Lol, da ist der Bot. Warum Bot? Warte mal, was ist das? Warum schreibt der Bot was in den Chat, wenn er nicht funktionieren sollte?
Bu. Oh, es geht wieder. Es hat Bu gemacht. Und diesmal war es nicht die Kitty. Okay. Der Bot scheint dann wieder zu funktionieren. Warum? Ja, ich habe keine Ahnung. Bot macht wieder Bot-Sachen. Ja, aber ich will auch nicht so ultra reinschwitzen müssen in Spielen. Ihr kennt mich. Ich will halt auch Spaß haben und einfach so mal entspannt ein bisschen. Der Tag ist schon stressig und anstrengend genug mit der ganzen Arbeit, die man so vor sich hat. Und dann will ich halt abends so beim Stream mit euch Spaß haben und dann nicht auch noch frusten. Ich denke, das ist verständlich, oder? Wo kam die Granate her? Ah, um Himmels Willen. Ja, es war ein bisschen leise. Ich weiß zwar nicht, warum es so leise ist, aber von wo denn? Aber, ach da. Aber der funktioniert wieder. Alter, hä? Ach, da bist du. Komm her. So. Hab ich dich? Nee, immer noch nicht ganz. Aber das finde ich ein bisschen krass, wie viel die schon alleine von der AK und sowas auch aushalten, von den Schüssen. Haben wir hier keinen Schatz mehr? Nein, ich will nachladen. Haben wir hier keine? Aua. Nein, geh da runter bitte. Hallo, runter. Und wo schießt er denn? Ach, da. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es erstmal. Können wir uns vorwagen? Wir können uns, glaube ich, vorwagen. Ach, jetzt kann er auf einmal schwimmen. Aber wenn er aus 2 Metern ins Wasser springt, ist er sofort tot. Wow! Ja. Oh nein! Willst du auch The Last of Us? Ist vom selben Spielhersteller. Ist auch von Naughty Dog, ne? Ja, das Problem bei The Last of Us ist, ich kenne das Spiel. Ich weiß nicht. Na, also, ne, ich hab's noch nicht selbst gespielt, aber ich hab halt vor allem. Mann! Ich hab halt vor allem beim ersten Teil, Let's Plays geguckt. Und ich hab auch die Serie auf Sky geguckt von The Last of Us. Also, ich kenne The Last of Us halt, die Story und was da so passiert. Und ich weiß nicht, wie spannend das dann noch ist, das einmal zu spielen, wenn man die Story und alles schon kennt. Aber ja, theoretisch, ne, ist ja auch im PlayStation Plus und so mit drin. Könnten wir das? Also eigentlich könnten wir das auch spielen, theoretisch, ja. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, wie spannend oder wie schön das ist, das zu spielen, wenn man es halt schon kennt. Weil ich bin immer so ein Freund davon, blind, also so eine Spiele zu spielen, die man noch nie vorher gespielt hat, auch nichts davon gesehen hat, nichts davon weiß. Das macht immer mehr Spaß und ist doch spannender, oder? Weiß nicht. Aber theoretisch könnten wir es natürlich tun, klar. Dam, 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 dam. Können auch hier oben lang. Achso, wir müssen wieder irgendwie das Tor aufkriegen, ne? Halte ich fest. Den zweiten Teil gesehen? Nein, vom zweiten Teil weiß ich so gut wie gar nichts. Ich habe zwar, als der zweite Teil rauskam, ein bisschen reingeschaut bei ein paar Streamern. Aber, boah, irgendwie nicht so wirklich, nicht so konzentriert und sowas zugesehen, so dass ich jetzt wüsste noch genau, was da passiert und sowas. Also ich würde sagen, wenn ich den zweiten Teil spielen würde, wäre der blind. Da weiß ich nicht wirklich, was passiert. Diesmal müssen wir das Tor aber nicht aufkriegen, diesmal müssen wir, können wir drüber klettern. Oder so in der Art. Aber wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir doch tot. Komm, du kannst dich doch auch irgendwie runterhangeln, oder? Wie war das nochmal? Nein, nicht springen, okay. Konntest du nicht irgendwie... Hallo? Nathan! Nein! Oh, Glück gehabt, er ist doch nicht tot. Ich dachte, er wäre eine größere Pussy. Guck dich nicht weg, wenn ich in den Kopf schießen will. Das ist ja eine Frechheit. Ja, Stück für Stück. Rück für Rück. Sehr gut. War da jetzt nicht auch noch einer? Nö? Okay. So, ja, ich wollte sagen, so wie ich das Spiel kenne, war das noch... Oh Gott, waren das noch lange nicht alle. Boah, da ist schon wieder so ein Granatentypi. Das
Der hat ein bisschen Angst. Naughty Dog ist ein geiler Spielersteller. Die haben ja auch angefangen. Genau, Crash Bandicoot ist auch von Naughty Dog. Absolut richtig. Ja, Naughty Dog ist cool. Ist er der Granatenfutzi? Nein, ist er nicht. Nein! Diese, das war jetzt das perfekte Beispiel dafür, wie es bei mir oft aussieht, wenn ich mit Joysticks zielen muss. Dann so links vorbei, rechts vorbei, links vorbei, links, rechts vorbei und dann trifft man irgendwann. Ey, da ist irgendwo ein Granatenfutzi. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht wo, ich habe Angst. Oh mein Gott, hör auf. Ah! Nee, ich dachte, wir können den irgendwie triggern. Hä, ist der weg, der Granatenfutzi? Ich habe ein bisschen Angst. Er ist da drüben. Da war auch... Da! Boah! Der muss weg! Nein, hör auf! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! So funktioniert es aber nicht mit, der muss weg. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo er steht. Nein, wie schnell er ist! Heilige Scheiße! Yo! Der war jetzt echt schnell. Ja. Der lebt noch? Ich dachte, wir hätten ihn im Kopf geschossen. Ey! Aufhören! Ich habe den ersten Teil bis schwer gespielt. Extrem schwer habe ich mir noch nicht angetan. Na toll. Oh mein Gott, ja, wirklich na toll. Das tat bestimmt weh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir wissen jetzt trotzdem, wo er steht, der Drecksack. Ich habe aber Angst, dass er ihn wieder sofort abdrückt. Ach scheiße, man kann da nicht drüber. Okay, 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 schade. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da ist er. So, jetzt haben wir Zeit. Der muss weg, der muss weg. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Okay, halbe Miete. Okay. Ja. Und jetzt du da hinten noch. Komm her. Kommt da noch einer? Die sehen ja gleich aus, das sind Zwillinge oder so. Ey! Boah! Achso, ja, komm, noch mehr, komm, noch mehr, komm, noch mehr, komm, noch mehr, alles klar. Genau. Puh, erstmal in Deckung gehen. Hab ich dich. Du bekommst ja von jedem Schwierigkeitsgrad eine Trophäe. Und ich bin ja Trophyjägerin. Ja, 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 ja. Ja, ist auch eine coole Sache, diese Trophäen, ne? Aber ich weiß nicht, das ist halt wieder so kein Spiel für mich, wo man unbedingt 100% braucht. Ist halt auch Geschmackssache irgendwie, ne? Alter, wie lange leben die? Und gleich keine Munition mehr. Der lebt... Alter, also keine Ahnung. Wie lange wollen die noch leben? Wir brauchen Munition. Dankeschön, 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 Dankeschön. Okay, die Waffe wollte ich jetzt nicht. Jetzt guck hoch hier. So, jetzt sollten wir dich haben und du genauso. So, lass mich erstmal hier in Ruhe ein bisschen Munition sammeln. Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz. Oh, da sind noch mehr. Ich habe von meiner PlayStation-Sammlung insgesamt 64 Platin-Trophäen. Und was bedeutet Platin? Also Platin ist dann auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad von Spielen. Oder was? Oh, noch mehr. Ja, leb noch ein bisschen länger. Alter, was? Der kann treffen? Jo, okay, 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 wir haben ein Problem. Okay, ja, wir müssen hier weg. Alter! Weg! Also ich finde krass, wie lange die einfach überleben. Heilige Scheiße. Ja, da ist er. Hm.
Reicht jetzt erstmal bitte? Wir brauchen Munition. Aber viel Munition. Nein, keine andere Waffe. Wir brauchen Munition. Please, 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 gib uns viel Munition. Ganz, ganz viel, bevor der nächste Kampf hier weitergeht. Vielleicht auch so ein Schatz. Oh, kommt noch ein kleiner Schatz, wäre auch nicht schlecht. Eieiei. Ja, hier können wir erstmal. Ja, die macht die Waffe Sinn. Nee. Aber jetzt haben wir wieder viel Munition. Und hier ist ein Schatz. Goldenes Fischamulett. Yay. Yeah. Ich bin nicht so im Thema, was bei PlayStation. Ich hätte, wie gesagt, ich habe lange Zeit keine PlayStation mehr gespielt. Ich bin da nicht so ganz drin, was Platin-Trophäe bedeutet. Nein, wir nehmen die hier. So. Okay. Ich habe mit 250 PlayStation-Spiele von PSP bis PlayStation 5. Das ist krass. Das sind viele. Ja gut, aber genauso viele. Also was heißt genauso viele, aber das ist bei mir halt in etwa wie auf dem PC. Ne? Auf dem PC. Oh, von wo? Auf dem PC habe ich halt auch so viele Spiele. Die kann ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nie alle spielen. So viele sind das. Wow, 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 wow. Wow, wow, ich will ihn schlagen. Dump, dump, dump. Ich mach Combo. Ich drück doch Dreieck. Da stand extra Viereck, Dreieck, Viereck. Viereck, Dreieck, Viereck. Jetzt funktioniert. Warum hat es gerade nicht gegangen? Warum ging das gerade nicht? Egal. Bam, 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 bam. Okay. Kommen wir dem Turm eigentlich näher? Ich habe so gar keinen Überblick. Oh mein Gott! Ich drück Viereck, Dreieck. Das geht nicht. Hä? Also das mit der Kombi habe ich nicht so. Um eine Brachialkombo auszuführen, ich habe das nicht so ganz verstanden mit dem Viereck, Dreieck, Viereck. Ich habe das die ganze Zeit gedrückt, aber das funktioniert irgendwie nicht. Sehr merkwürdig. Okay, wo? Aber hier müssen wir gar nicht lang. Bei Platin-Trophäe musst du wirklich alles im Spiel machen. Oh. Ja, ach so. Ah. Die Platin-Trophäe ist dann so gesehen die Trophäe, die du bekommst, wenn du alle Trophäen geschafft hast. Okay. Hier kamen wir her. Müssen wir jetzt irgendwie hier hoch? Aber hier kommt er ja nie und nimmer hoch. Okay, Platin-Trophäe ist krass. Hier kommen wir auch nicht hoch. Aber wir müssen doch irgendwo. Hä? Ach, hier! Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Aha! Das können wir jetzt hoch. Ah, ja. Und die Kette können wir jetzt hochklettern. Okay. Jo! Und halt dich fest, oder so. Perfekt. So ist auch gut. Ach, wir sind schon im Turm. Wir müssen jetzt nur noch hoch. Oh, ich verstehe. Glaube ich zumindest. Was? Oh, guck mal da. Was anscheinend gar nicht so einfach ist. Die Dings muss runter. Müssen wir wieder irgendein Gewicht abschießen? Ne, wir müssen irgendwie... Ach, da. Oben. Da ist eine Kette. Ach, hier können wir hin. Jetzt sehe ich's. Und dann hier drauf. Ja, komm, stell dich nicht so an. Aha. Das passt nicht, oder? Doch, es passt. Gut. Aber jetzt ist immer noch zu weit weg. Ah nein, die ist nicht so weit weg. Wir schaffen das zu springen? Schaffen wir das zu springen? Nee. Jetzt ist die Kette da. Was hast du? Hä?
Was hat uns das genau gebracht? Oh. Jetzt müssen. Ach so. Jetzt müssen wir nach links. Anstatt nach rechts. Ja, ja. Ja, ich glaube. Ach so. Ja, gut. Okay. Och. Schaffst du den Sprung denn jetzt auch? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Ja. Boah, Junge, wie weit der springt. Krasser Dude. Jawohl. Und jetzt hoch? Klappt. Gut. Oh. Was habe ich da schon wieder gesehen? Hä? Ich wollte mal sagen, was ist das für ein komischer Schatten? Du bist dieser komische Schatten. So, hast du davon. Boah. Aber er schreckt mich dann trotzdem, obwohl ich genau durch den Schatten da gesehen habe. Mistlurch, du. Okay, hier sind wir. Und wo ist jetzt Elena? Dreieck, sicher? Sicher? Sollen wir Dreieck drücken? Ja, ja, ja. War das Elena? Ich hoffe. Aber erstmal müssen wir alles aufstocken hier. Ja. Oh, ein Schatz. Ein Klopf, 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 Klopf. Eine juwelenbesetzte Goldbrosche. Was ist das? Okay. Dann komm mal rein. Ich will keine Munition verschwenden. Okay, ich glaube, das wird so nichts. Können wir da. Ah. Huch. Jetzt komm rein. Geh mal weg. Geh mal weg. Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Ja, ganz genau. Hoffentlich ist das Boot noch da. Das Zollhaus. Aber jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich erstmal wieder durchballern. Aber jetzt haben wir Elena auch wieder auf unserer Seite. Oh, wir können in den Kamin. Okay. Ich seh ihn! Nein? Ich bin bestimmt, wenn wir hier runterspringen. Da ist irgendwie so ein komischer Raum. Aber mich wundert, dass das hier keine. Ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Sind das Banditen? Rüpel? Räuber? Bösewichte? Wem gehört der Raum hier? Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von. Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier. Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Weil, ja, man merkt das schon, das knistert zwischen den beiden, ne? Das merkt man aber schon. Kannst du auch Latein? Nein, ich kann kein Latein.
Nein, nein, nein. Ja, dass es zwischen den beiden knistert, das bekommt man schon mit. Warum komme ich mir jetzt gerade so ein bisschen vor wie bei Resident Evil, wenn ich hier so lang laufe? Oh. Oh mein Gott! Ey! Das wird dir wehtun. Puh, die erschrecken mich aber manchmal, ne? Wo denn? Da oben, ne? Nein? Aber rechts rum, oder? Ja, komm! Warte, da oben steht. Ach, da oben steht einer. Aufhören! Gut. Ja, ich sehe dich schon. Hopp, haben wir ihn. So. Elena, du machst das schon, ne? Trifft sie denn auch? Können wir hier hoch? Da können wir uns nicht festhalten, okay. Ja, das ist eine Sprache, die heutzutage niemand mal groß beherrscht. Ich kann ein bisschen nicht dann. Ja, der Marcel, der Lauki, der hatte Latein in der Schule. Der hat sein Latinum gemacht. Oh mein Gott! Der Marcel hat sein Latinum gemacht, aber... Das ist auch schon wieder eine Weile her. Aber ich hatte kein Latein in der Schule. Boah, diese Granatentypis sind gefährlich. Wo denn noch alles? Von da oben irgendwo? Ach, als ob! Jo, der ist ja gut getarnt dahinter. Der hat dich ja gut versteckt. Sicher, Elena? Bist du dir sicher? War's das? Okay. Gut, wenn du dir sicher bist, bin ich mir auch sicher. Aber wir können noch mal hier hoch, ne? In Ordnung. In Ordnung? Was ist in Ordnung? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir da unten die Kette bewegen müssen. Oh, da ist noch einer. Drecksack. Der hat sich noch versteckt. Dachte der kann uns überrumpeln. Was ist jetzt passiert? Nein, 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 nein. Heb bloß die RK wieder auf. Achso, hier oben geht es auch gar nicht mehr viel weiter. Hä? Wofür ist denn das hier? Da. Ich hatte in der Schule Latein. Ich weiß ja nicht, wie es in deutschen Schulen ist. In den USA war das irgendwie Pflicht. Nee, du konntest das wählen, tatsächlich. Man konnte Latein wählen. Man hatte eben, das hieß dann bei uns WP1, Wahlpflichtfach 1. Da konnte man dann aussuchen zwischen, boah, lass mich lügen, ey. Naturwissenschaften, Französisch, Latein und noch irgendwas. Da konnte man sich dann aussuchen, was man da haben wollte. Ich habe Naturwissenschaften genommen und Marcel hat Latein genommen. So müsste das gewesen sein.